Das ist skandalös! Eltern, schützt eure Kinder! Ich glaube, das hier, so gesehen, mein Gericht, aber ich bin verheiratet. Gucken Sie mal da, da haben Sie Banane auf, Melone auf, Banane und der Ranze rum und dann laufen Sie so durch jeden. Ist das etwas Schönes? Sie sind auch immer ganz. Muss man das unterstützen? Meine Güte. Wir sind nicht homophob und wir lassen uns auch nicht als rechtspopulistisch oder fundamentalistisch abstempeln. Ich kenne welche, die waren homosexuell, die sind zu Jesus, haben zu Jesus Christus gefunden, sie haben anerkannt, dass sie homosexuell sind, sie haben da gesagt, sie wollen das nicht mehr sein, die sind halt keine Homosexuelle mehr. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich, es geht, man muss bloß die Gier überwinden. Das ist doch Käse. Hören Sie das. Was ich alles hier höre. Es wird zu viel über die Juden geredet. Bei den Kindern wird schon von klein auf schlechtes Gewissen eingeredet. Ihr seid schuld. Immer während der Verantwortung. Danke. Und wir lassen uns auch nicht als rechtspopulistisch oder fundamentalistisch abstempeln. Aber die Homosexuelle sind auch armbrot, das weiß ich ja. Also für mich sind die zu bedauern. Ja? Weil ich will keiner sein. Und für mich sind die zu bedauern, das sind bedauernswerte Geschöpfe. Ja? Weil Gott sagt zum Beispiel, um ihr homosexuellen Willen sind sie verwirrt im Kopf. Hier. In der Schule muss die stattfinden, nicht hier auf der Straße. Und deswegen sind die Lehrer da, deswegen der neue Bildungsplan. Eltern, hier geht es um Leben und Tod. An die Polizei bitte, unterbinden Sie, dass die Versammlung gestört wird. Sie müssen sich jetzt entfernen, sonst machen Sie sich strafbar. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung unter Angela Merkel wird die Homo- und Transphobie zur Straftat. Man macht sich also bald strafbar, wenn man verhindern möchte, dass im Kindergarten Bücher vorgelesen werden, die unseren Kindern ab 3 Jahren gleichgeschlechtlichen gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken schmackhaft machen wollen. Oder wenn sie nicht wollen, dass ihre Kinder von einem transsexuellen Lehrer unterrichtet werden. Yeah.
Wir sind nicht homophob und wir lassen uns auch nicht als rechtspopulistisch oder fundamentalistisch abstempeln. Zugleich sollen alle Kinder mit allen möglichen sexuellen Orientierungen und Spielarten nicht nur bekannt gemacht werden, sondern sie sollen diese sexuelle Vielfalt auch noch unterschiedslos akzeptieren, das heißt annehmen. Ja! Die Intimsphäre unserer Kinder, die kindliche Scham, wird durch diese krasse Fokussierung auf die Akzeptanz sexueller Vielfalt in der Schule schwer gestört und verletzt. Das hat der Papst in einer Zeit gesagt, wo der Kommunismus noch eine gravierende Bedrohung war. Und so hat er auch seine Worte bemessen. Aber wir wissen heute, dass auch in einer Welt oder in einem Land, wo es keinen Kommunismus gibt, ist diese Freiheit und es sind die Erziehungsrechte der Eltern alles andere als gesichert. Sie sind gefährlich. Gefährlich. Dass dieser Bildungsplan nichts, überhaupt und fast gar nichts über Behinderte sagt. Geht hier noch nicht weit genug. Du willst es doch verstärken. Ich will das nicht verstärken. Jetzt habe ich dich verstanden. Ich will das nicht verstärken. Du willst es also verstärken. Ich will, dass noch mehr nicht eine Gruppe, ich will nicht, dass nur eine Gruppe, die benachteiligt wird, berücksichtigt wird. Das ist die LSBITTQ-Gruppe. Sondern es soll alle sollen berücksichtigt werden. Ich bin aus Kasachstan. Ich stelle mich nicht gegen eine Gruppe. Gegen den Bildungsplan. Gegen den Bildungsplan. Noch nicht weit, der ist noch nicht perfekt. Ja, das ist Wurst, ob er perfekt ist. Der Bildungsplan ist ja die Sache, dass eben auch im Buch stehen darf, Paul und Peter haben sich beim Hauskauf, weiß ich was, dies, das gekauft oder nachdem sie geheiratet haben, dies, das gemacht. Und das ist einfach kein Problem, das stört die Kinder nicht, das steht dafür, dass sie die Vielfalt, die es auf der Welt gibt, auch wahrnehmen können. Und das ist keine Zwangs, weiß ich was, dass sie dazu gezwungen werden, dran zu glauben, weil sie können sich für was entscheiden. Sie kriegen neue Möglichkeiten dazu. Und wenn man die denen von Grund auf verbaut, ist es einfach scheiße.